Wir sind jetzt in der Fußgängerzone in Görlitz, einem Geschäft, ein Windspiel-Geschäft. Sie sind Pole und haben hier einen Laden in Görlitz aufgemacht. Warum? Ja, richtig. Also erstens bietet die Stadt sehr viele Möglichkeiten für die Touristen. Es ist eine sehr schöne alte Stadt und wir haben uns überlegt, ob wir hier vielleicht ansässig werden sollten. Und kurzer Entschluss war, ja, wir bleiben hier. Ohne mit dem Gedanken gespielt zu haben, einen Laden hier zu eröffnen. Das hat sich dann mit der Zeit so ergeben, aber die Stadt hat uns von Anfang an gefasst und haben gesagt, okay, das ist unser Ort, da möchten wir gerne bleiben. Jetzt sind ja 200 Meter weiter, ist Polen, ist Gorzelec. Richtig. Warum haben Sie da den Laden nicht aufgemacht? Gut, Görlitz an sich bietet mehr Sehenswürdigkeiten. Es ist mehr eine kulturelle sowie eine Architektur gebaute Stadt und die ganze Architektur ist geblieben und daher ist es der Magnet, was um Tourismus anbetrifft. Aber also ins Gorzelec, da geht keiner hin? Doch, also der griechische Boulevard direkt an den Eissee, also muss man dann rechts entlang gehen, gibt es sehr viele interessante Restaurants. Und dann gibt es noch ein Dom Kultur, wo auch sehr vieles stattfindet, Ausstellungen, Konzerte, aber also auch ein paar Sehenswürdigkeiten, natürlich nicht so viel wie in Görlitz. Und Sie sind Pole und Deutscher oder welche Pässe haben Sie? Wie ist es hier im Grenzgebiet? Ich bin in Oberschlesien geboren worden. Ich habe beide Pässe, Deutsch wie Polnisch, ja, und bin seit 1989 in Deutschland. Mhm. Ja. Danke. Bitteschön.